Gäste hier im Clubhaus, ich darf Sie jetzt zur Pressekonferenz ganz herzlich begrüßen. Ich bitte um ein bisschen Ruhe. Ich begrüße ganz herzlich den Trainer der SGS Essen, Markus Högner. Schönen guten Abend. Und natürlich auch Nico Arnautis von unserem ersten FFC Frankfurt. Bevor die Statements der beiden Trainer kommen, ein paar Zahlen vorab. Endstand, das wissen Sie, 1:1. Die Tore, 1:0. In der 27. durch Laura Freigang, das 1:1 in der 49. durch Lea Schüller. Es waren insgesamt 970 Zuschauer hier im Stadion am Brentanobad. Tabellenstand unverändert, da es ja nur dieses eine Spiel gab. Essen ist Vierter mit 16 Punkten, genau wie Frankfurt. 16 Punkte, beide getrennt durch ein Tor in der Tordifferenz. Nun zum Statement der beiden Trainer. Ich darf Sie bitten, Herr Högner, anzufangen. Ja, so unmittelbar nach dem Spiel wusste ich nicht 100%, wie ich diesen Punkt einschätzen würde, ob es eher positiv oder ob es ein Punktverlust war. Aber jetzt mit 10 Minuten Abstand sage ich klar, dass ich schon zufrieden bin, dass wir hier heute einen Punkt geholt haben. Ich denke, wir haben so die ersten 5 Minuten gut angefangen, haben gut kombiniert, hatten immer noch direkt eine Torchance und haben dann aber so im Laufe der ersten Halbzeit hatten zu viele einfache Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung. Da hat mir dann in meinen Augen die Klarheit in unserem Spiel gefehlt, keine guten Kombinationen mehr. Auch dann im Endeffekt ein schlechtes Umschaltspiel in die Defensive, das hat mir also dann missfallen, gerade in der ersten Halbzeit. Bei der Situation, die dann zum Tor geführt hat, war auch wieder so ein unnötiger Ballverlust. Dann musste Nicole faulen und aus dieser Situation ist dann im Grunde genommen der Freistoß entstanden. Dann hat uns dann auch die Zuordnung gefehlt. Und gut, in der zweiten Halbzeit, wir haben dann etwas umgestellt auf ein 4-1-4-1, waren dann in der Spieleröffnung mit einer Dreierkette, haben auch höher geschoben, sodass wir dann immer wieder gut über die Außen gespielt haben. Und dann, gerade in der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir uns dann auch im Laufe der Halbzeit Torchancen erarbeitet. Und wenn ich so die zweite Halbzeit betrachte, würde ich schon sagen, dass wir dann insgesamt in den 90 Minuten erstens mehr Ballbesitz hatten, die klaren Torchancen, aber trotz alledem immer wieder auch in Situationen schlecht umgeschaltet haben in die Defensive. Deswegen bin ich insgesamt zufrieden mit dem Punkt. Wir haben Frankfurt mit unserem ein Tor immer noch, oder wir haben immer noch diesen Abstand gehalten. Und jetzt gilt es natürlich dann in den nächsten Wochen im DFB-Pokal gegen Köln, beziehungsweise dann noch gegen unmittelbaren Konkurrenten aus der Tabellenregion gegen Freiburg, dann zu Hause nachzulegen und dann einen Sieg einzufahren. Danke. Schönen Dank, Herr Högner. Nico, dein Statement. Ja, schönen guten Abend. Ich sehe es ähnlich, wie der Markus es gerade geschildert hat. Wir haben die ersten 5 Minuten gebraucht, so richtig in die Partie zu finden und sind dann besser ins Spiel gekommen. Haben dann insgesamt, glaube ich, ein intensives Spiel gesehen heute hier über 90 Minuten. Gerade in der ersten Halbzeit ging es, glaube ich, sehr häufig schnell hoch und runter, bedingt durch einige unnötige Fehlpässe auf beiden Seiten. Wir haben dann ein tolles Tor erzielt, ein toller Freistoß und ein super Kopfball von der Laura Freigang. Mit der Führung, glaube ich, sind wir dann gut im Spiel gewesen. Haben es verpasst, bei Ballgewinne das, was uns eigentlich auszeichnet, heute mehr draus zu machen. Das heißt, beim schnellen Umschalten hat uns ein bisschen die Präzision gefehlt. Dementsprechend kamen wir nicht zu vielen Torchancen, aber ich glaube, wenn wir das ein bisschen sauberer spielen, was wir können, hätten wir eventuell das zweite nachlegen können. Das ist alles immer schön in der Theorie, haben wir nicht geschafft und sind dann nach der Pause durch einen unnötigen Fehlpass und ein tiefer Ball, ich glaube, die Verena hat da in der Situation das Abseits aufgehoben und dann war es für die Lea Schüller ziemlich einfach, sie ist gefühlt von der Mittellinie bis in den Fünfer reingelaufen, ohne Gegner. Und dann war es natürlich sehr einfach für eine deutsche Nationalspielerin, den Ball da ins lange Eck einzuschieben. Das war in meinen Augen dann zu einfach und nicht gut verteidigt. Und dann war es dann so, wie der Markus es sagt, dann hat Essen das Spiel mehr und mehr übernommen. Und für uns war es dann so, dass wir auch da trotzdem Umschaltmomente hatten. Und auch da sage ich, das müssen wir besser ausspielen, können wir besser ausspielen. Eine Situation hatten wir, ich glaube, wo die Shakira den Ball von links auf die Laura Freigang nach innen passt und nicht viel gefehlt hat. Aber ich glaube, insgesamt war es dann so, dass Essen auch ein, zwei gute Möglichkeiten hatte, auch mit dem Lattenschuss oder auch dem abgefälschten Schuss, sodass auch ich sage,
Das habe ich auch der Mannschaft im Kreis gesagt. Wenn man ein Spiel nicht gewinnen kann, dann darf man es nicht verlieren. Dementsprechend haben wir heute den Punkt gewonnen, denke ich, hinten raus. Aber insgesamt war es ein tolles Spiel, denke ich, was hoch und runter ging, was sehr attraktiv war. Und wo beide Mannschaften, die sich ungefähr auf Augenhöhe befinden, glaube ich, auch gute Werbung wieder gemacht haben. Dementsprechend können beide, glaube ich, mit dem Punkt leben. Und wir nutzen jetzt auch das Wochenende zum Regenerieren. Und dann werden wir uns mit denen, die hier bleiben, aufs nächste Spiel in 2 Wochen gegen Leverkusen zu Hause, was auch ein Highlight ist für uns natürlich, vorbereiten. Und denen, die weg sind, wünsche ich eine gute Länderspielreise und vielleicht mit gutem Erfolg wieder nach Hause zu kommen, gesund vor allem. Und dann bereiten wir uns, wie gesagt, vor. Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Punkt und ja, wir können damit, glaube ich, einen schönen Wochenendausklang erleben. Dankeschön. Fragen von Seiten der Presse? Ja, das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unserer Nationalspielerin, logischerweise auch deinen, Markus, die mit nach London fahren. Natürlich wünschen wir unserer Sophia Kleinherne alles Gute für den Treffen nach London. Vielleicht gibt es sogar einen Einsatz, das wäre natürlich ein Ding. Vor 90.000 das erste Länderspiel überhaupt zu machen, A-Länderspiel zu machen. Ja, nur dann lohnt sich, oder? Sag's laut. Es lohnt sich nur da, wo sonst. Ja. Da werden ja Erinnerungen wach. Ich glaube, es gibt einen hier, also mindestens einen hier unter uns, der hat ja den Weltrekord, was Zuschauerzahl bei einem Frauenländerspiel angeht, live miterlebt. Ich schaue mal so ein bisschen nach halb links. Sie genießlich. Pasadena, 99, WM-Finale. 90.100, ich habe das aus dem Heftchen ausgeschrieben, und 85 Zuschauer. Also wenn der Sieg nicht da gewesen wäre, wären es 90.184 gewesen. Sieg, sag doch mal einen Satz, wenn man vor so einer Kulisse spielt, 90.000, das ist doch ein Riesending. Erstmal Gratulation an beide für die Entwicklung des Teams. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir alle am nächsten Samstag uns das Spiel anschauen. Das könnte eine neue Signalwirkung überhaupt für den Frauenfußball in Europa sein. Knapp den Weltrekord verfehlt, aber nur deswegen, weil nicht mehr Zuschauer da rein dürfen. Das wird ein Gänsehautfeeling sein. Ich glaube, der Frauenfußball ist im Aufbruch in Europa. Es wird uns in Deutschland hoffentlich mitziehen. Das Schöne ist, dass die deutsche Mannschaft mit dabei ist bei diesem Event und ich glaube, der DFB wird sehr umfangreich vertreten sein. Die werden sich sehr genau anschauen, was da passiert und wie das vielleicht auch passiert ist. Man wird das gut analysieren und ich gehe mal davon aus, dass das einen Hebel ansetzt, auch mit Blick auf das, was jetzt in der Zukunft in Deutschland im Frauenfußball sich tun soll. Wir haben ja den neuen Ausschuss für die Bundesligen. Wir haben einen Präsidenten mit Fritz Keller, der sich sehr engagiert. Und ich hoffe, das wird uns alle zugutekommen, dass man in Wembley ein tolles Spiel sieht. Eurosport wird live übertragen. Und deswegen, ich empfehle euch das. Nehmt das mit. Alles Gute für die Spielerinnen natürlich. Und dass wir da selber viel Freude dran haben. Und dass das eine Botschaft in die Welt ist. Der Frauenfußball ist auf einem guten Weg. Und Europa wird einen großen Wettbewerb darstellen. Deutschland soll eine große Rolle spielen, vor allem mit den Gesichtern, die wir heute teilweise auch gesehen haben. Und in dem Sinne unterstützen wir das alle und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Bis zum nächsten Spiel. Schönen Abend noch. Ja, das ist ein schöner Abschluss unserer Pressekonferenz. Markus hat es ja angesprochen. Die Essener müssen im Pokal nach Köln. Natürlich eine machbare Aufgabe am Sonntag spielen wir, glaube ich, jetzt den 11. Unsere müssen zu Hause gegen Leverkusen ran, Samstag, 13 Uhr, ganz wichtig. Das ist eher ungewöhnlich. Und dann in der Bundesliga Essen gegen Freiburg am 23. Und wir am Freitagabend um 19.15 Uhr, also wieder Flutlichtspiel gegen Hoffenheim. Ja, soweit diese Pressekonferenz. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Euch eine gute Heimreise, unfallfrei vor allen Dingen und allen anderen ein schönes Wochenende noch dazu. Danke. Thank you.